Da ist eine Zuschauergruppe, die wir fragen wollen, warum sie da sind. Wir sind da ganz gespannt. Ich bin jetzt zu dir gekommen und möchte wissen, was ist der Grund, dass du jetzt hier beim Regen an der Strecke stehst? Ja, also meine Mami macht hier mit, oder sie hat mitgemacht und sie tut walken. Und wir sind sie jetzt hier unterstützen. Ah ja, und? Ist es gut gegangen? Ja, sie ist recht weit vorne und es hat recht gut ausgesehen bei ihr. Ah, vielleicht Gott. Hat sie sogar gewonnen als Preis. Ah, oh, ja, wir müssen den Ranglisten schauen, oder? Ja. Und jetzt, was freust du dich am meisten? Ja, natürlich, dass ich sie dann im Ziel in die Arme und ihr gratulieren. Also, danke vielmals und noch einen schönen Tag. Da haben wir noch weitere Zuschauer, die warten schon, es regnet zwar ein bisschen, aber die sind ganz geduldig. Jetzt, wer bist du? Hans-Rudi Keigl. Hans-Rudi Keigl, wunderbar. Und wieso stehst du jetzt da an der Strecke, da, wenn es regnet? Ich bin sonst eigentlich auch Läufer und weiss, wie es ist, wenn es regnet, auch an einem Lauf. Und da hat man eine gewisse Härte, oder? Und wird auch Kollegen gesehen und Kolleginnen, die man sich auch unterstützen kann. Ja, und wen unterstützt du speziell, Hans-Rudi? Ich würde sagen, eigentlich alle Läufer, die hier kommen. Super, ja, das höre ich gerne. Es geht mir gleich. Ich bin ein Marathonläufer, ein 15 Marathonläufer. Und ja, mir geht es gleich. Also ich freue mich jetzt auf den Lauf. Also viel Spass. Danke schön, auch dir, gell? Danke. Begrüßen alle zum Lupsibergerlauf, 26. Austragung. Und heute ist es relativ warm noch, aber schon feucht. Ideales Wetter für die Läufer. Und ein grosses Feld ist gestartet heute. Und wir sind jetzt da 1 Kilometer vom Ziel bereits. Und wir wollen schauen, wer da jetzt alles vorbeikommt. Viel Spass wünsche ich Ihnen. Und hoffentlich sind Sie das nächste Jahr auch dabei. Danke. Wir sind jetzt da ca. 1 Kilometer vom Ziel. Das ist der Velofahrer, der vorausfährt. Und der Spitzenläufer. Wie heißt der? Ich weiß auch nicht, wie der Spitzenläufer heißt. Wunderbar, im schönen Laufstil kommt er da. Bravo, super. Hey. Und kein Wort, er ist hochkonzentriert und läuft durch. Da kommt bereits das Nummer 2. Bravo, super. Hey, mach's gut. Und schon ist er durch. Der Drittplatzierte kommt bereits hinterführen. Distanz etwa 20 Sekunden. Auch er noch im schönen Laufstil. Wunderbar, super, wollen wir ihm noch gratulieren. Bravo! Und schon sehen wir den Viertplatzierte. Auch er noch. Gutes Weg. Endspurt ein bisschen. Hey, super, bravo! Nummer 5 und 6 kommen jetzt schon in die Nähe. Bravo, super! Und Nummer 6, bravo, hey, super! Nummer 7. Super. 8 und 9, wunderschön. Haben wir jetzt da. Hey, super! Und jetzt haben wir Top 10 voll. Wunderschön, Nummer 3, 54. Bravo! 14, 15, bravo! Super! Super! Bravo! Das liebe ich, farbige Dame, die da durchtraben. Bravo, hey, super! Simon, mach's gut! Hey, super! Hey, gib ihm! Das war Simon Breitensteig vorher. Wunderschön, mit dem 1 bei der Dame. Hey, super. Ja, Dani, hi! Schick mir den Ring! Das war Dani Kipfer, OK-Präsident. Ihm schicken wir den Link für das Video, da kann man ihn anschauen auf YouTube. Hey, super. Super! Hey, bravo! Jetzt kommen jetzt da eine nach dem anderen. Hey, super! Hey, bravo! Jetzt sind wir hier auf dem Streckenposten, kurz vorm Ziel. Und da haben wir auch bekannte Läufer drunter. Jetzt wollen wir mal schauen, wieso die überhaupt hier im Lupsibergerlauf dabei sind.
Jetzt Kurt, wieso stehst du heute da und läufst nicht mit? Ja, ich mag heute nicht. Ich habe die ganze Woche fest geschafft und es tut mir alles weh. Ja, das ist gut, das begreife ich. Das geht mir ja auch so. Wer ist denn dein Favorit heute, Kurt? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nein. Aber das letzte Jahr ist Streckenrekord gelaufen worden. Was meinst du, wie sieht das Jahr aus? Ja, das könnte schon noch gut drinnen liegen, weil das Wetter ist ja gut und ist nicht so heiß. Das ist ideal. Da könnte also eine ideal, Strecke, gell? Sollte ein Streckenrekord drinnen liegen. Also, doch, wenn ja. Wir schauen, warten wir, ja. Bis die Läufer kommen. Ja, danke, genau. Kurt, gell? Ja, noch viel gespannt. Spaß. Oh. Ich bin gespannt. Super. Hey, zweite von Dame, bravo. Hey, super. Zweite Dame ist gerade durchgelaufen. Wunderschön. Da noch das Nummer 4. Tipptopp. Super! Hey, komm! Schön! Bravo! Hey, schön, bravo! Hey, super! Hey, bravo! Super! Bravo! Schön! Ganz schön gepflegter Aufstehner, konzentriert, bravo! Hey! Bravo! Kilometer noch! Bravo! Hey, super! Haben wir wieder eine Dame, die vorbeikommt. Hey, super schön. Hey, bravo. Hey, bravo. Hey, schön. Hey, super. Bravo. Hey, noch ein Kilometer, ist es jetzt. Hey, super! Bravo! Hey, gib ihn! Ja, ist gut! Hey, super! Bravo! Hey, schön! Bravo! Hey! Ah, jetzt. Mann mit Schneid, das ist gut. Bravo. Hey, super. Hey, bravo. Schön, bravo. Eine ganze Gruppe hinten für jetzt. Hi. Hi, bravo. Hey, super. Danke. Hey, super. Bravo, bravo, bravo. Nur noch 1 Kilometer, bravo. Hey. Alle noch motiviert da. Die sind auf 10, wie sich's gehört. Hey, bravo. Hey, super! Bravo! Bravo! Hey, Martina! Hey! Super, danke! Merci. Bitte, bitte! Ja, super! Nicht mehr weit! 1 Kilometer noch! Jetzt schmeckt es nicht alle.
Wenn vorne links runter, dann könnt ihr eigentlich mal rüber. Hopp, hopp, hopp! Oh, die schöne Zuschauer. Super! Wie ist der Lauf gewesen? Genial! Genial, wunderbar. Gerade die Dame hier 2 Minuten, nachdem sie das Ziel durchgelaufen ist, mag sie schon wieder so lachen. Bravo. Jetzt haben wir am Schluss noch den Cedric. Er wird noch ein Rede und Antwort stehen zu Fragen von der Organisation. Cedric, wie ist es gelaufen heute? Gut, wir hatten keine Zwischenfälle gehabt. Alles war tiptop. Es ist eigentlich gut gelaufen. Die Vorbereitung ist auch gut gelaufen. Wir hatten wirklich keine Probleme gehabt wie in anderen Jahren schon. Aber das braucht man im Vordergrund natürlich selten mit. Nein, das gut, war zufriedenstellend. Ja, und wie sieht es aus von der Anzahl Teilnehmer? Ja, da ist wahrscheinlich so zwischen 350 und 400. Definitive Zahlen haben wir noch nicht. Aber ah, klingt aber gut, oder? Ja, es klingt gut. Ja. Es war schon schlechter gewesen. Aber das Wetter ist ja nicht super. Das heisst, wenn es geschonnen hat, wäre vielleicht ein bisschen mehr gekommen. Aber für zum Laufen war es super Wetter gewesen. Gut. Und ja, es ist zwischen 350 und 400 Teilnehmer. Ja. Gut. Und im OK alles rundlaufen? Ja, ja. Bist du zufrieden? Ja, ja. Da kann man also. Gut, danke vielmals und ich wünsche dir alles Gute, vor allem fürs nächste Jahr. Ja, merci.